Jetzt kannst du losgehen, ja. Herr Hollerbach, Sie sind der Pressesprecher der Frankfurter Polizei. Was können Sie uns denn hier jetzt in unserem Tatort erzählen? Ja, es kam hier heute im Bereich des Arbeitsamtes Frankfurt zu einer Brandstiftung. Und was sind die weiteren Maßnahmen der Frankfurter Polizei jetzt hier? Ja, wir konzentrieren uns jetzt vor allem auf die Informationsgewinnung. Das steht für uns an allererster Stelle. Darüber hinaus die Tatortarbeit, die ein Teil dieser Informationsgewinnung ist, Ermittlung und Fahndungsmaßnahmen, die wir zu Beginn eingeleitet hatten, deswegen auch die Polizei mit vorbei. Eine Brandstiftung ist jetzt ein größerer Begriff. Was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Brandstiftung, wie wurde die denn überhaupt ausgeführt? Ja, das ist gerade Gegenstand der Ermittlung. Es deutet aber etwas darauf hin, dass es eventuell ein Molotow-Cocktail gewesen sein könnte. Hat man sowas Ähnliches hier in den letzten Jahren hier beim Arbeitsamt hier in Frankfurt überhaupt schon mal gehabt? Ist mir persönlich jetzt nicht bekannt. Okay. Das war's dann schon. Also genaueres zu dem, was da möglicherweise passiert ist, es sind ja zwei Stellen, wo es wohl, zumindest am einen hat es gebrannt, am anderen gab es den Versuch. Können Sie dazu irgendwie was sagen? Genau, so stellt es sich wohl bis jetzt dar. Nach aktuellen Erkenntnissen ist es so, dass auf der einen Seite eine Fensterscheibe eingeschlagen worden ist. Da wurde eventuell was ins Gebäude geworfen, was allerdings nicht gebrannt hat. Und im Bereich des Innenhofs hat eine Müllpresse Papiercontainer gebrannt. Zu irgendwelchen Hintergründen oder so, das kann man noch nicht sagen. Können wir derzeit noch überhaupt nicht sagen, ist viel zu früh, wie gesagt. Ich habe es ja vorhin schon betont, die Informationsgewinnung steht jetzt für uns an alleroberster Stelle. Und die Brandortarbeit hier vor Ort ist dafür eine ganz elementare Geschichte, um die Spuren zu sichern und da vielleicht dann weiterzukommen. Okay.